Team Deathmatch. Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Gameplay. Die Doom Beta, Open Beta um genau zu sein, kennt ihr wahrscheinlich, muss ich glaube ich nicht so viel zu sagen. Ich kann leider nicht so viel davon spielen, denn, tja, ist am Wochenende die Beta und ich an diesem Woche, ja, ich kann nicht mehr reden, sorry. Und genau an diesem Wochenende fahre ich eben auch nach Hause. Sprich, ich habe jetzt hier schon eine Stunde gerade ein bisschen gespielt, aber werde halt nicht so viel davon genießen können, beziehungsweise erleben können. Ah, First Blood, aber da hat er uns noch mit einer Rakete geholt. Und ich muss erstmal den Voice Chat aufmachen. Ausmachen. So. Jetzt haben wir auch nicht mehr irgendwelche nervtötenden Leute rumlungern im Voice Chat. Klar, dass es das Spiel nicht automatisch macht. Aber gut. Doom Beta. Ich schätze mal, wie gesagt, ich muss da gerade gar nicht so viel zu sagen. Die machen ja gottverdammt viel PR. Also meine Güte. Ist so eine Art Arena-Shooter. Aber um auch gleich was dazu zu sagen. Das fühlt sich gar nicht mal nach einem so guten Arena-Shooter an. Also, das fühlt sich weird an. Normalerweise hat man so eine Art Momentum, sage ich jetzt mal. Man wird immer schneller. Man kann halt wirklich so quasi durch die... Oh, hoppala. Wow, das war laggig. Also, man hat quasi ein bestimmtes Momentum, wie man so durchs Level rast. Und das gibt es in diesem Spiel nicht. Das muss ich leider sagen. Das irritiert mich derbe, denn ich fühle mich die ganze Zeit so, als wäre ich zurückgehalten und... Ja, das gefällt mir nicht so. Oh. Sah aus wie ein Double Kill, aber laut Killfeed nur einen Kill. Schade, aber es ist nicht so schlimm. Ich sehe aber die ganze Zeit schon, wir spielen nur gegen 4. Und das Spiel balanced nicht. Dämonenrune. Na komm schon. So. Da haben wir übrigens auch mal so einen Glory Kill gesehen. Es ist halt so eine Art Exekution, sage ich jetzt einfach mal, oder? Nee, es ist ja nicht quasi, es ist einfach eine Exekution. Die können wir dann ausführen und das ist dann auch eben ein Insta-Kill. Weiß ich noch nicht so ganz, ob das eine geile Sache ist, aber ein bisschen Insta-Kill geht immer. So, eines unserer Teammates ist als Dämon unterwegs. Diese, das ist jetzt der Revenant, also es gibt unterschiedliche Dämonen in diesem Spiel. Am Ende ist er... Ist ja jetzt nur die Beta, aber halt im finalen Spiel sollen da noch ein paar mehr drin sein. Aber man muss schon sagen, als Revenant ist man quasi unaufhaltbar. Ich werde mal schauen, ob ich so eine Rune bekomme. Also, man kann nicht einfach so zum Revenant werden in diesem Fall, sondern man muss eine Rune auf der Map finden und die dann auch aufsammeln. Dankeschön. Ist auch übrigens lustig, das fühlt sich ein bisschen an wie Panic-Knifen hier, denn man wird, wenn man denn auch knift, so richtig krank zum Gegner hingezogen. Vielleicht komme ich halt mal in die Situation, aber ich werde gleich mal vielleicht, wenn ich etwas näher an einem Gegner dran bin, einfach mal Nahkampf spammen. Das funktioniert leider verdammt gut. Aber meine Güte, das hört sich schon wieder so negativ an. Prinzipiell macht es mir echt Spaß. Also... Wie gesagt, das Momentum, das verwirrt mich einfach, dass ich nicht schneller werde, dass ich nicht einfach ein bisschen so durch das Level brausen kann, wie ich es früher aus Quake kannte. Ganz lustig, ganz lustige Sache. Ich war früher wirklich noch mit meinen Freunden, ne? Da haben wir wirklich auch echte LAN-Partys gemacht, sprich PCs zum Freund rübergetragen. Dann haben wir auch wirklich mal einfach LAN gespielt. Da haben wir auch unter anderem eben Quake 3 gespielt. Oh, okay. Ich dachte, der wird jetzt auch noch kommen. Ah, guter Schuss. Ah, ich muss wirklich sagen, das gefällt mir soweit so gut. Also wirklich das einfach mit der Schrotflinte mal wieder ein paar Gegner reinschießen mit einem richtig schönen Aiming. Ah, ich habe Steam nicht deaktiviert. So, ignoriert das bitte. Oh. So ist nämlich AFK. Free Kill. Na gut, mein Teammate läuft da lang. Wir sammeln uns mal hier ein bisschen... Armor auf, also sprich, hier muss man Leben, Munition und ähnliches, das muss man da alles einsammeln, also sprich im Sinne von ja, einfach Pickups, ne, also quasi, bin ich Lowlife irgendwann mal, dann muss ich mir ein Medkit besorgen. Ganz nette Sache, dass sie das beibehalten haben, also stellt euch mal vor, so ein Arena-Shooter mit Auto hier, meine Güte. Vierfach Schaden. Oh, 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 schade aber auch. Und, wie sieht der Dämon? Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie dermaßen OP das Ding eigentlich ist. So, wo ist denn der Gegner? Guten Tag. Als Dämon wird uns erstmal der Gegner ein bisschen gehighlightet. Also ihr seht das hier. Die werden ein bisschen heller markiert, sage ich jetzt mal.
Und wir können jetzt eben hier, das ist jetzt der Revenant. Wir haben ein Jetpack. Unschwer zu erkennen. Damit können wir durch das Level brausen. Und halt versuchen, so viel Schüssen, so vielen Schüssen wie möglich auszuweichen. Hallo? Also, ich könnte One-Hit machen, wenn ich richtig treffen würde, aber das klappt hin und wieder nicht so ganz. Die Raketen, ne, die seht ihr ja selber, die brauchen ein bisschen, bis sie am Ziel da angekommen sind. Na, ganz guter Kill. Triple Kill sogar. Hm. Oh, wir haben sogar die komplette Dämonenbesessenheit überlebt. Also sprich, tötet das gegnerische Team den Dämonen, so haben die die Möglichkeit, ihn selber aufzusammeln. Oh, nice. Und wenn die den selbstverständlich aufsammeln, dann sind wir wiederum die Leute, die am Arsch sind. Get wrecked, son. Ah, da halten wir uns mal lieber draus. Beziehungsweise jetzt habe ich wieder Leben, jetzt geht das wieder. Oh, von hinten irgendwo. Ah, wir brauchen Leben, wird mir zu riskant. Ja, guten Tag. Übrigens, das Spiel funktioniert nicht mit Shadowplay. Also sprich, ich nehme gerade mit Dexry auf. Und ich muss leider... Oh, scheiße, jetzt bin ich zum ersten Mal gestorben. Und ich muss wirklich sagen, Dexry gefällt mir. Also ich habe jetzt oben, das ist ein ganz neues Overlay, was die da gestaltet haben. Nur, dass er mal so als kleine Trivia, ich weiß, euch interessiert das eventuell nicht, aber ich habe jetzt eine Zeitangabe. Ich weiß, wie lange das Gameplay schon geht. Also sprich, ohne, dass ich meine Uhr einstellen muss oder so. Und... zum Beispiel, also zum Beispiel, ne? Und das ist, das haben nicht viele, das hat Shadowplay eben zum Beispiel nicht. Und meine Güte, ich muss mir mal überlegen, ob ich vielleicht wieder ein bisschen mehr mit Dexry aufnehme. Let's Plays kann ich damit vergessen, dann kann ich das nämlich, also im 4K, das könnt ihr mit Dexry vergessen. Also ich nehme Dexry verlustfrei auf, größtenteils, also auf AVI. Ich nehme nicht alle 100% RGB-Farben auf, aber an sich... doch schon recht unkomprimiert, aber das, also wirklich beim Let's Play, Leute, das könnt ihr dann vergessen, wenn ich dann in 4K dann auch noch aufnehme. Das würde alles killen. Und ihr habt es schon gerade gehört. Noch ein Kill. Und, oh, das war's schon. Wow. Ja, Sieg. Wow, das war kürzer als erwartet, das Match. Oh, tja, wir haben den Gegner kaputt gemacht, würde ich spontan behaupten. Meine Güte, das tut mir jetzt aber echt ein bisschen leid für den Gegner. Aber gut, ein bisschen Schwund ist immer. Das war ein ganz nettes Gameplay. Ich werde wahrscheinlich noch ein einziges aufnehmen. Mehr Zeit habe ich dann noch leider nicht. Und auch wenn dieses Video wieder sehr viel nach der Beta kommt, also es wird wahrscheinlich wieder ein paar Wochen nach der Beta kommen, hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ach, ja, hier gibt es übrigens ein Level-System. Das verwirrt mich, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich sollten die ganzen Waffen auf einer Map sein, aber gut. Das ist ein anderes Thema. 23-2. Wow, das ist ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Ja gut, ich will es nicht länger in die Länge ziehen. Vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.